Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge Alien Isolation. Dieses Mal starte ich den Timer, dass ich eine ungefähre Zeit habe, wie lang dieses Video läuft. Jo. Wir müssen, denke ich, mal rauf. Ich sollte meinen Revolver vielleicht neu laden, nachdem ich 4 Schuss verbraucht habe, meinen verdammten Roboter zu töten. Wir müssen immer noch zur Kommunikationskontrolle, um unser Schiff anzurufen, damit es uns hier rausholt. Das wird sicher schief gehen. Ich weiß noch nicht, warum und wieso. Ein Speicherstand. Na gut. Okay, das Licht geht automatisch an. Schaut mal das mal aus. Wir müssen nebenbei natürlich versuchen, am Leben zu bleiben. Wow, das wäre ein Krankenhaus. Das ist die Duschen. Die Duschen der Zukunft. Okay, kann ich nicht sagen. Kann ich eigentlich was Neues basteln? Wie bin ich denn da hinkommen? Okay, ich bin ein voller. Ah, Q. Flashbang. A non-harmful device which detonates on impact. Ja, ich weiß, was ein Flashbang ist. Gegen was kann ich es verwenden? Proximity-Device can be placed. Okay. Ich weiß nicht, ob das vielleicht was gegen das Alien bringt. Aber ich habe alles, was ich brauche dafür. Machen wir mal einen Flashbang. Keine Ahnung, ob ich es wirklich brauche, aber hey, ich habe es mal. Und können wir auch gleich ein Medkit basteln? Ja, kann ich. Sehr gut. Medkits könnte ich doch sehr, sehr viele brauchen. Außerdem verbrauchen wir dann Sachen aus unserem Inventar und können neue Sachen aufnehmen. Noisemaker, da haben wir schon wieder was gefunden. Ein Blueprint. Etwas, womit wir das Alien vermutlich weglocken können. Noisemaker. Habe ich alles? Yes, habe ich. Sehr gut. Machen wir gleich noch einen, den wir nämlich brauchen. So blöd, dass er da immer wieder raushupft, wenn man mehr machen will. Okay, mir fehlen Sensoren. Und ein Chargeback habe ich nur. Okay, wir haben 2 Noisemaker. Die ich aber nicht equipen möchte. Nicht, dass ich es unabsichtlich verwende. Netter Raum. Keine Ahnung, für was er ist, aber steht auch nichts. Wo bin ich und was ist das? Hi. Tobacco. Okay, es gibt immer noch Zigaretten. Im Jahr 2500 irgendwas. Hold right mouse button. Press this. Ah, einmal. Okay. Ich bin da rein und bin rundherum gegangen. Okay, liegt da irgendwas Interessantes herum? Maintenance. Warum kann ich das Förderband einschalten? Ja, und? Let me in. I need to contact my ship. Sorry, I can't allow that. Ripley, Amanda. You have now been docked with Armando. Welcome to Sebastopol. There's gotta be another way inside. Wenn Menschen links und rechts abgeschlachtet und die Dinge lassen mich immer noch nicht rein. Okay. Wie komme ich rein zur Communication? Okay, da kann ich rein. Da ist nix. Gut, dann hacken wir mal die Tür. Obwohl der Roboter um die... Was ist denn das jetzt? Das schaut ja ganz neu aus. Okay, relativ einfach, aber ein neues System. Das heißt, es gibt verschiedene Hacksysteme. Habe ich nicht gewusst. Da ist was. Ah, warte. Alles. Okay, ich kann jetzt niedriger... Warte mal. Okay, jetzt, wenn ich zu einem Tisch komme, kann ich mich unterm Tisch verstecken. Das war vorher nicht. Jedenfalls ist mir nicht aufgefallen. Da kann man nur verstecken. Gut, dann gehen wir weiter. Climb. Super. Ich weiß nicht, ob ich eine zweite Batterie habe. Let me pass. It's me,
Hughes, don't you recognize me? Listen to me. We've got to reestablish long-range communications. You're becoming hysterical. Get back! I'm warning you! Tut, tut. This is all this alchemy. Bringt er denn um, oder? Das heißt, diese Roboter können Menschen wehtun, vielleicht sogar umbringen. Ja, umbringen auch. Ich will die Munition, die der gehabt hat. Klingt krank, ich weiß, aber ich muss auf mein eigenes Überleben schauen. Gut, das heißt, die sind nicht freundlich. Muss ich vor denen auch weglaufen, oder werden die nur unfreundlich, wenn unter bestimmten Voraussetzungen? Gut. Ich muss so viel Strom sparen wie möglich. Kamera. Kann ich die ausschalten? Muss ich die ausschalten? Soll ich die ignorieren? Ich habe keine Ahnung. Hi. Ich nehme alles, was du hast. Die Frage ist jetzt, sind diese Roboter mir gegenüber böse? Gut, lesen wir mal, was da am Terminal steht. Apollo ist übrigens die künstliche Intelligenz dieser Station, soweit ich das mitbekommen habe. Okay, da gibt es nicht viel. Schauen wir weiter. Nicht, dass ich mich vor diesen Roboter-Dingen da auch verstecken muss, das wäre ein bisschen... Schau mal, testen wir es einmal aus. What are you doing here? Du schaust nicht freundlich aus, du hast rote Augen. Wow! Ich hab doch nachgeladen eigentlich. Wieso funktioniert das mit Nachladen nicht? Muss ich da jeden Schuss einzeln nachladen? Kann man der in den Lüftungsschacht nachfolgen? Ich muss echt jeden Schuss einzeln nachladen. Gut zu wissen. Das ist fies. Okay, ich weiß nicht, ob das schnell auch geht. Hi! Wow! Wieder rein! Kann ich öfter R drücken und mehr nachladen? Ja, kann ich. Okay, gut. Brauche ich deine Munition nicht jedes Mal. Die auch irgendwie besser umbringen. Ich meine, ich mir geht die Munition aus. Oh, hi. Ich habe nur meinen Schuss. Geht da rein. Der ist immer noch nicht tot. Verdammte Scheiße. Ich habe nur mit 3 Schuss. Das heißt, ich kann nicht beide ausschalten. Und der sieht mich die Millisekunde, sobald ich da rauskomme. Ja, herschlagen bringt auch nichts. Ich hab grad 2 Schuss verhaut. Okay, ich bin tot. Oder? Ja, Klammer, okay, ich stelle mich da nicht super toll an. Warte, da ist einer tot. Der hat aber nichts. Okay, ich habe keine Munition mehr für meinen Revolver. Das hat nicht lang funktioniert. Ich hoffe, das sind nicht mehr von denen. Die sind nicht einfach. Ich hoffe, da gibt es irgendwo einen besseren Weg, wie man die ausschalten kann. Six and tomorrow together.
zusammen. Ja, genau. Ja, zusammen bringen wir Ripley um. Flair. Dann noch irgendwas. Ich habe jedes Mal Angst, dass wer hinter mir steht. Ich habe die Kamera ausgeschalten. Liegt da noch was herum, was interessant ist? Nicht viel. Okay, Kamera ist ausgeschalten. Für immer oder für zeitlang? Rewire. Okay, das heißt, da wird irgendwo uns Helen herumlaufen. Du bist tot. Scheiß Kamera. Null Munition. Klick, 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 klick. Ist das geil. Ich kann herschlagen, aber gegen diese Roboter ist das relativ sinnlos. Ich nehme an, dass das gegen das Alien noch viel sinnloser ist. Du kommst, Control. Yeah, wir kommen zur Kommunikationskontrolle, hoffentlich. Und können vielleicht die Story weiter voranbringen. Central Communications Hub. Seeks and employees only. Ja, ich bin da. Super, die hauen ab. Okay, wir speichern nochmal. Das vielleicht nicht so gescheit ist, weil ich viel Munition verschwendet habe, aber ich hätte die zwei sonst ausschalten müssen, auch wenn ich anders gegangen wäre. Okay, das Schiff ist beschädigt und will abhauen. Communications. Ist auch geil, da ist kein Schild, wo es nach rechts weitergeht, sondern rechts steht einfach nur No Access, kein Zugang. Okay. Okay. Die Ruhe sein, kann ich da mit denen reden? Super. Kann ich? Ich kann vielleicht die Kamera ausschalten. Camera Feed ist ausgeschalten, okay. Falscher Knopf. Gut, das heißt, falls da eine Kamera ist, ist die jetzt vielleicht ausgeschalten. Da steht No Access, da muss ich reinschauen. No Access und die Tür ist offen. Kein Zugang mit einer offenen Tür, das ist so sinnlos. Okay, ich sollte vielleicht nicht den Noisemaker equipped haben. Ethanol. Ich kann den Computer auch hacken. Okay. Schauen wir mal, was da drin steht. Vielleicht kann ich dann Kommunikation wieder einschalten. Mann, wieso sollte er sonst gesperrt sein? Ich meine, Torrance Hale. Okay. Error Operation permitted. Achso, das haben wir schon gehört. Ja, das haben wir schon gehört. Hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht eingeschalten. Tape Machines. Mhm. Okay. Achso, ich habe diesen. Cool ist auch, sobald ich das Ding rausnehme, ist der Sensor im Fokus und da also im Hintergrund ist ein bisschen unscharf. Ein cooler Effekt. Nicht unbedingt hilfreich, aber schaut cool aus. So, da ist vorher wer rumgelaufen. Was ganz schlecht ist, weil ich habe nur Munition und weiß nicht, ob ich die töten kann. Ah, man kann den Motion Sensor gedrückt halten und mit rechten Maustasten kann man den Hintergrund fokussieren. Dass man sieht, wo man mal geht. Das ist verdammt cool. Also es schaut nicht nur cool aus, es ist auch Teil der Gameplay-Mechanik. Da ist ein Roboter und ich bin in einer Gegend, in der ich sicher nicht sein darf. Hi, rote Augen. Der hat mich nicht gesehen, oder?
Na super. Okay, von hinten kann man sie nicht schnell ausschalten. Komm, 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 drück E. Die sind schwer zu töten. Wo ist mein Werkzeug? Au. Okay, ich laufe jetzt weg, ich bin fast tot. Super, die Roboterarmee läuft mir nach. Hi. Kreisen wir mich ein? Nein, zu intelligent sind sie nicht. Ich laufe weg. Kann man sich vor denen noch verstecken? Natürlich kein Spind in der Nähe, wenn man es braucht. Das ist zu! Sackgasse! Okay, ich habe mein Werkzeug noch. Au! Ich bin gleich tot. So schaut's aus. Ja, wirklich. Ich habe eigentlich ein Glück, dass man den nicht den Arm bricht. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. When they are stunned. Ja, das habe ich noch nicht zusammengebracht, dass ich die irgendwie leicht betäuben kann. Okay, ein Versuch noch. Also ich war da oben und bin draufgekommen, dass Kommunikation von der KI, also der künstlichen Intelligenz, gesperrt sind. Und das werde ich trotzdem auslösen. External communications disabled by order of Apollo. Yay! All outgoing communications halted. That's just great. Internal communications open on limited channels. Gotta be someone on the station I can contact. Okay, schalt mal Camera Feed aus und Air Purification. Obwohl, das könnte ich brauchen, weil ich bin Mensch und ich muss atmen, nicht, dass mir der Sauerstoff ausgeht. Okay, was haben wir gemacht? Ich weiß nicht, was ich gegen diese Synthetics machen soll. Oh, das müssen wir nochmal hacken, okay. Du. Okay, Computer gehackt. Wir gehen nochmal schnell alles durch, damit wir ja nichts verpassen. Okay, Hammer. Wie kann man sich nur verstecken? Da liegt eh nichts drin, oder? In vielen anderen Spielen findet man interessante und wichtige Sachen in einem Spiel. Aber ja. Gut, wie schleiße ich mich bei denen vorbei? Bevor ich das versuche, kann ich noch mal speichern. Ja, kann ich. Sehr gut. Dann muss ich nicht wieder raufgehen, falls ich sterbe, was sehr wahrscheinlich ist. Vor allem jetzt, wo wir wissen, dass wir nicht kommunizieren können, ist die Frage, wie komme ich weiter und was muss ich machen? Find an alternate communications terminal. Das wird auch nicht besser funktionieren, oder? Das muss gewesen. Bewegen sich die sich gerade nicht? Nein. Kann ich mich bei dem vorbeischleichen? Bleib stehen. Okay. Bye bye. Okay, dass man das Ganze fokussieren kann, ist sehr praktisch, weil das wird man brauchen. Das war die Sackgasse, gell? Iron Torch required, okay. Einer rennt da und einer steht da. Und der steht wirklich. Scheiße! Nein, 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 du hast mich nicht gesehen. Du bist eine dumme Maschine, die mich nicht sieht. Die genau in meine Richtung geht. Wie weit sehen die? 20 cm? Ich meine, das war praktisch in dem Fall, aber...
Bisschen unrealistisch. Internal Communications, da ist also. Warum redet der so, mit einem Gast redet, obwohl ich hier gar nicht sein darf und er mich nicht sieht? Sehen sollte, besser gesagt. Internal Communications. Okay. Human Employee Creation. Recreation. Creation ist ein bisschen komisch. Ich brauche selber Hilfe. Okay, wir haben anscheinend Internal Comms gefunden. Und das sind keine Gegner. Das heißt, wir verstecken uns, damit wir dieses Video beenden können. Das ist nämlich so eine Art kleiner Cliffhanger. Ich hoffe, dieses Video zu Alien Isolation hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ihm bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Channel. Kommentare bitte in die Kommentarebox. Folgt mir auch auf Twitter, dann seid ihr immer informiert, wenn ein neues Video erscheint. Mein Name ist Oliver, hier auf Vienna Gamer und wir sehen uns im nächsten Video.